Welche Lehrform setzen Sie in Ihren Vorlesungen ein? Ja, seit Corona setze ich eigentlich vorwiegend die Lehrform Inverted Classroom ein. Das heißt, alle Vorlesungen sind vertont und Übungen, Seminare finden in Präsenz statt. Warum mache ich das? Ich denke, die vertonten Vorlesungen sind natürlich nicht 90 Minuten am Stück vertont, sondern wirklich in kleinen Paketen, mittelgroßen Paketen verpackt. Das heißt, dass ich thematische Einheiten zusammenbringe und dann die Videos vielleicht so 30 Minuten haben. Die Studierenden können dann wirklich im eigenen Tempo und wenn sie die Zeit dazu haben, die Videos in Ruhe angucken, auch mit eigenem Tempo von der Geschwindigkeit her. Also man guckt ja gerne YouTube-Videos auch mal doppelte Geschwindigkeit. Ist auch gut so, weil jeder hat so sein Tempo. Aber man kann es eben auch mehrfach anhören. Das heißt, dann kann man nochmal nachgucken. Nee, habe ich noch nicht verstanden. Schaue ich nochmal rein. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu früher. Man hat eben das im Grunde vorgetragen und viele kamen zwar, aber waren auch nicht so richtig wach. Aber wichtig ist zur Unterstützung der Studierenden dann wirklich, dass sie auch an die Hochschule kommen und eben Übungen zum Beispiel in Präsenz stattfinden. Also hier ist mir ganz wichtig, dass man wirklich dann auch, ich mache Wiederholung und auch rechnen einzelne Aufgaben vor, aber dass die Studierenden dort auch selber rechnen müssen. Ich laufe dann auch durch die Reihen und stelle mich manchmal vor die Einzelnen hin und sage jetzt, warum wird jetzt nicht gerechnet. Einfach um auch zu motivieren jetzt. Es ist ja langweilig, wenn man drin hockt und nicht mitmacht, aber sobald man doch mal anfängt mitzudenken, wird es ja hoffentlich auch ein bisschen interessanter und dann merkt man auch, dass man doch irgendwie was mitnimmt. Wichtig ist mir dabei auch, dass die Studierenden natürlich untereinander kommunizieren und arbeiten. Das heißt, ich will nicht nur, dass sie mich dann fragen, sondern sie sollen auch durchaus in Gruppen dann sich gegenseitig helfen. Gerade in CAD machen wir das schon immer so, dass man zwar Videos hat, wo das erklärt wird, was zu tun ist, und dann muss man aber die Bauteile selber machen. Und da ist es wichtig, dass man dann erstmal auch die Kommilitonen fragt, ich komme hier nicht weiter, kannst du mir helfen? Und nicht immer gleich auf die Dozenten losgeht. Denn durch das Erklären lernt man ja auch sehr viel. Wie stellen Sie Praxisbezug in Ihrem Unterricht her? Ja, in technischer Mechanik hat man natürlich schon vorwiegend dann auch Bilder von Bauteilen, wie man dann auslegen soll oder Lagerreaktionen berechnen, dass man auch sich überhaupt vorstellen kann, wie sieht es aus. In CAD ist es so, dass eigentlich die Studierenden sehr gerne das machen, weil sie doch direkt was selber konstruieren, die Bauteile selber konstruieren, dann auch den Zusammenbau machen, also die Baugruppen erstellen, dann kann man das da bewegen und so weiter. Da ist doch ein hoher Praxisbezug da, wo einfach auch ein großes Erfolgserlebnis da ist. Und später dann im sechsten Semester haben sie es dann im interdisziplinären Projekt, da müssen sie öfter CAD auch wieder anwenden. Ja, das heißt, da ist natürlich, merkt man, es blieb doch was hängen, sie kommen schnell wieder rein und das ist dann auch ein großes Erfolgserlebnis. So bei Nachhaltigkeit 1, da thematisch in der Vorlesung wird dort die erneuerbaren Energien und Energiespeicher behandelt. Und um das Interesse zu wecken und auch die Aktualität zu zeigen, starten wir da eigentlich immer mit einem Teaser-Vortrag zur Energiewende und gerade mit Bezug auf aktuelle Themen, mal jetzt zum Beispiel Wasserstoff oder eben Atomstrom, dass wir dort dann einfach sagen, wie hängt das zusammen und das Interesse hoffentlich wecken, dass man auch wissen will, wie funktionieren die Technologien dahinter. Dann haben wir das Seminar Nachhaltigkeit, da machen wir dann oft noch so, also dieses Semester zum Beispiel organisieren wir die Nachhaltigkeitswoche, jetzt nächste Woche. Das heißt, da sollen sie dann in Gruppen auch Themen bearbeiten, selber sich Themen aussuchen und dann dazu schauen, wie kann ich in dem Bereich nachhaltiger werden, was kann man tun. Und das soll dann an die anderen Kommilitonen, die Dozenten und die Mitarbeiter hier vermittelt werden im Rahmen dieser Nachhaltigkeitswoche, also kleinen Messestände dann sozusagen, wo sie das vermitteln können. Ja, beim interdisziplinären Projekt, Sie machen ja jetzt auch eins, da sind ja die Themen ganz unterschiedlich, aber wir machen da auch gerne gerade Themen, jetzt smarter Kühlschrank oder Klimatisierung, wäre jetzt heute auch wieder gut, mit Speicherunterstützung. Das heißt, dass ich wirklich dann Latentwärmespeicher einsetze, um die Wärme zwischenzuspeichern und dann entsprechend klimatisieren zu können. Dann beim
smarte Systeme und Energiemanagement, da mache ich den Bereich Energiemanagement und da schicke ich die Studierenden eigentlich immer los, zu sagen, am Anfang macht mal eine eigene energetische Ausgangsbasis vom eigenen Wohnung, Haus der Eltern oder wo immer sie die Daten kriegen und sie sollen dann einen Maßnahmenplan erstellen, was kann ich verbessern. Also auch hier, damit ich einfach sehe, ja gut, es betrifft uns eigentlich alle und man kann auch bei sich selber anfangen. Man muss nicht erst in der Industrie dann gucken, was tue ich da, sondern auch im eigenen Umfeld kann ich da was tun. Warum ist das Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen eine gute Entscheidung? Gut, ich denke zunächst mal, Wirtschaftsingenieur zu studieren, also wenn man Interesse an beiden Bereichen hat, ist das eine sehr gute Entscheidung. Denn die Wirtschaftsingenieure sind ja so die Allrounder im Betrieb. Die müssen wissen von allem ein bisschen. Ich sage ja immer, sie wären nur ein halber Ingenieur, aber immerhin doch. Und können von daher einfach abteilungsübergreifend auch strategisch mitwirken. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich bei uns die Schwerpunkte Nachhaltigkeit und Internationales. Und das sind ganz wichtige Bereiche für die Zukunft. Also die Firmen, es muss eine Transformation stattfinden Richtung Nachhaltigkeit. International ist es sowieso schon klar. Die Globalisierung ist nicht mehr wegzudenken, wollen wir auch nicht. Und sie müssen hier auch international und auf Englisch agieren können. Und das ist ja auch ein Schwerpunkt, den wir hier stark haben. Das heißt, die beiden Themen sind bei uns einfach zukunftsweisend. Und das haben sie nicht an den anderen Hochschulen. Was hier auch noch besonders ist, ich denke, das familiäre Umfeld hier, also der Campus Göppingen, Hochschule Esslingen ist ja groß, aber der Campus Göppingen ist doch überschaubarer. Und ich denke, hier haben wir noch mehr Austausch. Also manchmal schaffe ich es kaum, zwischen den Vorlesungen mal ins Büro zu gehen, weil ich am Flur immer wieder angesprochen werde, oh, können Sie hier mal kurz helfen oder wie geht das? Also das ist ja auch was, einfach die direkte Nähe zu den Dozenten und dass wir ansprechbar sind. Oder dass man sich eben auch mehr oder weniger, also ich kann nicht alle Namen, aber ich bemühe mich, dass man sich doch kennt. Und das ist, denke ich, was Besonderes hier auch in Göppingen, sowieso die kleinen Gruppen, also im Vergleich zu einer Universität sowieso. Auf was können sich die Studierenden in ihrem Unterricht freuen? In technischer Mechanik ist die Freude oft nicht ganz so groß, muss ich ja zugeben. Es ist nicht eins der Lieblingsfächer, obwohl manche auch schon schreiben. Es hat sogar Spaß gemacht. Das freut mich dann natürlich. Aber ich versuche auf jeden Fall immer offen für Fragen zu sein und vor allem auch auf die Studierenden zuzugehen, dass wirklich ein Austausch auch stattfindet. Und ich denke, von daher, ja, ich bin ansprechbar und versuche zu motivieren. Ja, meistens Spaß macht mir eigentlich die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Also ich finde es ist einfach schön, gerade die Entwicklung. Ich habe sie ja im zweiten Semester das erste Mal und da lerne ich sie doch ganz gut kennen mit TM und CAD, jetzt auch noch Nachhaltigkeit. Und dann sehe ich so interdisziplinäre Projekte, doch schon deutliche Entwicklungen. Und wenn ich dann, ich betreue ja immer auch welche in der Bachelorarbeit und bin dann wirklich oft sehr baff, wie toll sich die Studierenden entwickelt haben. Was da so eine Entwicklungsstufen dazwischen sind, ist schon enorm. Und wo ich sage, jetzt sind sie wirklich reif und machen hier einen super Job in der Firma. Und das ist einfach toll zu sehen, auch dass da was rauskommt.